Hi und willkommen, mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ich bin ja gerade im Charakterauswahlbildschirm vom Abenteuermodus und ich kann mich nicht entscheiden, welchen Charakter ich spielen soll. Keine Ahnung. Mit Nest lief eigentlich letztens sehr gut, aber ich möchte nicht immer nur bei einem Charakter belassen, ne? Gute Frage, wen nehmen wir denn mal? Hör mal, Lucario. Ja, das ist die falsche Farbe. Okay, irgendwie will ich auch noch nicht Lucario. Ich weiß, gib mir ein paar Sekunden. Ja, mit Inkling muss ja auch mal wieder sein. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich wollte eigentlich schon offscreen irgendwo hingehen und euch irgendwo erwarten, aber dann kam wieder die Aufnahme und ja, man führte eins zum anderen. So, aber das ist schon lange her, seit wir hier waren. Besiegen den Hauptgegner, um zu gewinnen. Der Gegner hält sich fortlaufend. Ich halte mich auf fortlaufend. Was machst du jetzt? Ich kontere deinen Geist mit meinem Geist. Ich wackel gerade mit dem Kopf hin und her. So nörgelnde. Ah. So, erstmal musst du weg, ey. Boom. So. Erstmal hau ich hier Corin weg. Es geht mir hier fortlaufend auf die Nüsse. Da, das gibt's jetzt einfach nicht. Du sollst doch einfach mal hier vorbeikommen. Ja, bis dann. Boah, direkt auf die drauf. Boah, die schon mal weg. Na, warte, jetzt krieg ich dich. Ich will Sakura haben. Ihr habt schon auch voll den geilen Effekt. Tschüss. Lass nicht so, dass du dein Ultimate einsetzt. Mach die Mond gegen Gifte. Gut. Was haben wir denn hier noch? Ach, da unten kommen wir ja auch noch hin, genau. Gehen wir jetzt mal da ein, würde ich sagen, ne? Da ist eine Truhe, da ist ein Kämpfer, ja, gehen wir da mal hin. Mit Proto Man. Da gehen wir auch einen guten Charakter, Sigma, oh nee. 3 Sterne. Ray Mark 2. Evolution möglich. Also Sigma, das ist auch böse von Mega Man X. Schon wieder so ein Ausdauer-Smash mit Ganondorf. Okay. Oh, ehrlich. Und ich weiß jetzt auch endlich, wie man sich auflädt ohne verdammt noch mal all seine Dinger zu verballern. So einfach blocken und B. Oh, wir sind schon voll am Gewinn, merke ich gerade. Habt ihr den gesehen? Oh. Oh, das war sehr viel einfacher, als ich gedacht hätte. Das alles durch Wissen. Durch mein Heilding. Das könnte vielleicht auch sein.
Das ist eigentlich eine ganz schöne Killer-Kombination. Wir starten zwar mit 30 Schaden. Mega Man. Können wir ja den spielen. Ich meine, wir starten zwar mit 30% Schaden, aber wir heilen uns. Aber durch diesen Effekt halt, ne, bekommen wir mehr Schaden. Also wir tun mehr Schaden ausrichten, meine ich. Und wir haben mehr Abwehr, mehr Laufgeschwindigkeit und all das. Und wir heilen uns dann den Schaden wieder hoch, weil wir halt ein Heildingen haben, ne? Das ist eigentlich voll die Killer-Kombi. Ja, kannst du mich nicht treffen. Was ist das? Gegen Mega Man zu kämpfen, das ist echt das Nervigste aller Zeiten. Ne? Boah. Hätte schon längst vorbei sein können, dieser Kampf. So, tschüss. Wir mal mit dem Mega Mann. Gut. Mal wieder einen neuen Charakter. Mal wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt vom Bernd. Hier. Mit Mega Man habe ich auch einen überraschend hohen Highscore geholt im klassischen Modus, als ich wieder gespielt habe. Mit denen hatte ich voll den niedrigen Dingens und ja, als ich das replayed habe. Oh, wo ist es hier? Nee, Patrick. 50 brauche ich. Das ist nicht 36. Was haben wir denn hier? Primite. Hey, sind nicht Gegner aus Smash Bros. Aus Brawl. Bin ich Musik aus Dings sogar? Was ist das? Ist. Hier sind Level 1 Gegner, also habe ich schon gewundert, warum die so einfach sind, aber tschüss. Brauche ich meine Ultimate. Ich mache einfach ein Shoryuken. Shoryuken. Gut. Oh. Gehen wir als nächstes hin. 2. Was bedeutet 2? 1. Ah, okay. Blub. Von der Naruto Run. Okay, ich kann nicht alle davon an oder ausmachen, ne? Oh, hey. Okay. Okay. Ausdauer Smash. Ist, glaube ich, sehr gut mit Mega Man.
Okay. Nur stehen bleibst, warum nicht? Mein Gott. Ja, das ist aber auch ganz schön schwach. Oder bilde ich mir das nur ein? PK Meteorsturm. Okay. Aber hier. Volt und 18 Volt. 1 Volt und 18 Volt. Guter Parasit. Riesen Ridley. Was? Trotzdem nicht so schwer. Mein Gott. Lockt zu viel ab. Da bin ich mir halt nur ein. Autsch. Das heil mich noch einmal. Ich werde in der Ultimate geil. Sehr gut. Sag dir mal, wie eine Ultimate aussieht. Sag guten Tag zu meinen Bros. Sehr gut. War finde ich gut, dass wir in einen Kampf reingehen und wir gewinnen. Ich meine, das war nicht so Standard vor ein paar Parts, ne? Nee, Gegner jagt nach Items. Aber da ist hier diese eine Stage, ne? Die unsicher, da sind mehrere Gegner. Wow. Ich will ein Item einsetzen, verdammt. Was? Alter. Ah, ich würde gerne hier alles machen, damit ich auch weiß, ich habe da alles erledigt. Mich nicht nochmal durch die Gegend rennen muss und suchen muss. Was habe ich nochmal vergessen am Ende? Alter! Ey, der Typ, der... Okay, das schaffe ich nie im Leben. Nee. Ja, wie soll ich denn gegen den gewinnen? Das sind zwei Gegner und der eine Typ schießt die ganze Zeit auf mich. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht treffen. Ah. Oh. Dreck. Na, da war, glaube ich, eine Schatztruhe, ne? Oh ja, hier. Lernjuwelen, oh gut. Boom. Katapultierschutz, Waffenresistenz, ja. Boom. Ja, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Aber wir haben ja wieder was bekommen. Dr. Wily, wow. Oh, was? Nach Gegner Co erscheint Verstärkung. Also Mama. Wie schlimm kann es schon sein, ne? Einfach Zitronen auf mich zu schießen. Ich glaube, hier wäre auch irgendwie Lukas oder Ness gut, ne? Das habe ich noch nie im Leben mit. Noch 3, 4
3, 4 von denen. Der ist einfach umgekippt. Wir sagen, wir haben nicht alle 100. Die haben alle 100, willst du mich auf den Arm nehmen? Soll ich das verdammt noch mal schaffen? Was? Habe ich nicht. Können wir das hier versuchen? Da meine Smash-Angriffe mal ein bisschen mehr Schaden. War. Was ist das? Nee. Was ist das? Ja, ich glaube, wenn ich hier mit Ness reingehe oder so, dann wird er auf jeden Fall besser. Keine Lust hier so Zeit zu verschwenden. Schaffen wir auf jeden Fall mit Ness oder Lukas. Dann einfach die Dinger absorbieren und dann heilen wir uns hoch, ne? Wenn noch so viele Gegner kommen. Alter. Ja, wir können nicht alle Sachen absorbieren, aber ging trotzdem Dutzende. Tschüss. Ja. Wir sind 8 Wellen hier besiegen. Ich habe nur 8 Leute. Aber ja. Beim Ausdauerkampf sind diese Dinger nicht sehr nützlich. Ja, er kriegt mich nicht down so. Es war sehr nervig, aber hi. Bis dann. Weil kein einziger von denen trifft hier. Ja, geil. Danke.
Flasche Wasser. Das ist aber auch nervig. Boah. Werfen so viele Sachen auf mich, ich komme gar nicht dazu. Ja gut. Oh, was ist das? Trifft gefälligst diesmal. Nee. Danach müssen wir noch gegen Dr. Mario so kämpfen, so wie ich das gesehen habe gerade. Danke. Er ist so broken. Nein, boah, das ist jetzt nicht. Mann. Ey, das kotzt mich so an. Irgendwie, du wirst weggeschleudert, du denkst, du hast noch so einen zweiten Sprung. Und dann. Ja, schieß auf mich. Danke, danke, danke. Dankeschön. Oh. Okay. Bleiben wir uns einfach fern von der blöden Kante und bleiben wir mal schön in der Mitte. Danke, danke, danke. Im Baseballschläger, der ist überlegen. Der ist genau angesprungen, ey. Mann, Metal Mario Master, sag mal deinen Lakaien hier. Lass es mal nicht so übertreiben, ey. Boah, kann ich dich mal erledigen? Ey. Boah. Halt mich, danke, danke. Hey, ich bin wieder am Rennen. So ein bescheuerter Kampf, ey. Ja, meine Nase juckt auch. Könnte meinen, das wäre einfach, ey. Nom, 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 nom. Der eine denkt sich wahrscheinlich nur auf, den Typen zu heilen. So nervig gegen Mega Man zu kämpfen, ey. Andauernd wird irgendwas geschossen, ey. Ja, versuch dich mal dagegen zu schützen mit deinem Schild. Hm.
Also ich frage mich wieder wegen irgendeinem Mist hier. Nom 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 nom. Nom 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 nom. So kam die nicht eine Ultimate ready, ne? Ah, so komm her, ey. So war die Schnauze voll, ja. So, gegen den kann ich mich leider nicht heilen. So, bitte macht mir jetzt nicht zu schwer. So. Okay, Mann, wir haben voll lange hier gebraucht. Langsam Ultra Smash Aufladung des Gegners. Das ist ja halt sehr schön. Kann eigentlich mehr erreichen in diesem Part, aber scheint nur nicht Porygon. Einfach Trophäen machen ja das Leben schwer. Mal geh weg, bevor du nervig wirst. Dich lieber kaputt. Wow, war die schlechteste Helfer-Trophäe aller Zeiten, habe ich so Gefühl. Also eigentlich, was ich gerade durchgemacht habe, meinst du, ich verliere gegen sowas hier? Tschüss. Tschüss. Ich verliere nicht gegen sowas jetzt hier. Ah. Und diesen einen Raum noch fertig, ne? Muss sagen. Bombman. Weil eigentlich hier mit Mega Man durch die Gegend rennen, aber ja, was soll's. Mega Man schon wieder ein Dings. Die Explosion heilt mich auch. Ja, die Bomben heilen mich nicht, das weiß ich, aber Explosion. Tschüss. Ah, Gegner, die nur einen Angriff spammen, das ist ja sehr lustig. Tschüss. Mein Gott. Warte mal hier. Duon. Dugon. Alle Items, Schuss. Ja, das wird es nicht so bringen. Schieß mit dem Teil. Jetzt schießen die damit, ist klar. Soll ich verarschen? Ich will doch nur, dass ihr schießt, Mann. Ich mir gedacht, den gesehen.
Schön. Dann machen wir das noch an. Booyakasha. Und das ist eine Truhe, die holen wir uns auch noch. Würde ich jetzt sagen. So ganz spontan. Ist ja auch noch was? Ah, was soll's. Nächstes Mal. Und das mit Truhe. Oh. Dann wir kommen. Nein. Dau. Wir haben jetzt mal was wir als nächstes machen müssen. 22. Pff. Gucken wir mal, ob wir noch was einkaufen können hier. Ja, warum nicht? Auch schwachsinnig, dass wir hier die kleineren kaufen. Ich würde eigentlich sparen für die größeren, ne? Weil die kleineren kriegen wir ja durch alles Mögliche hier. Aber wenn die schon hier sind, ne? Dann will ich die auch kaufen, hallo? Ja, Dreck. Ja, schon wieder 10.000. Wenn ich jetzt Geisterpunkte hätte, ich mir schön kaufen können, aber nein. Oh, dann nehmen wir noch mehr. Ich glaube, ich brauche 100, ne? Ja, habe ich schon. Gut. Ja, gucken wir mal, ob ich irgendwas bekomme, wenn ich zurückgehe. Aber ich glaube nicht. Nö, okay. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder im klassischen Modus. Und ich muss dann mal gucken, wen wir spielen. Gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Like, Abo, Kommentare hinterlassen und so. Und tschüss.